Herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Ich glaube, da ist jemand müde. Aufwachen! Es wird Zeit! Genau, es wird Zeit zu rutschen! Jawohl! Nachdem wir Welt 1 und 2 komplettiert haben und den roten Schalter aktiviert haben, haben wir jetzt insgesamt schon 15 Sterne zusammen. Wir könnten jetzt theoretisch schon die Prinzessin retten, aber ich möchte hier noch 2 geheime Sterne abholen. Naja, so geheim sind sie ja eigentlich nicht mehr. Eigentlich kennt sie ja jeder. Und zwar dürfen wir hier ein bisschen rutschen. Hui! Und die Musik, die kennt, glaube ich, auch jeder. So. Das wichtigste Gebot, fall nicht runter. Das ist schon mal ganz wichtig. Das zweitwichtige ist, es gibt hier einen zweiten Stern, wenn man es unter 21 Sekunden schafft, hier unten anzukommen. Und das war sauknapp. Und damit haben wir nämlich hier diesen geheimen Stern mitgenommen. Cool. Und dann gehen wir gleich wieder rein, denn da gibt es ja noch einen. Das war jetzt der, weil wir so schnell sind, aber es gibt noch mal einen dafür, dass wir allgemein da unten angekommen sind. Nur bin ich irgendwie zu blöd, um dieses Gemälde reinzuspringen. So. Und nochmal. Diesmal müssen wir uns eigentlich nicht beeilen. Aber wäre ja schön, wenn wir es vielleicht auch nochmal so schnell schaffen. Vorausgesetzt, wir sterben nicht dabei. Man könnte jetzt theoretisch hier abkürzen und alles und nicht. Ja, schön. Guck mal, wir waren sogar schneller als letztes Mal. Aber ich bin froh, dass wir es überhaupt schaffen. Was sollen dann die machen, wo das halt wirklich hobbymäßig als Speedrunner machen? Ich verneige mein Haupt vor denen. Ich feiere das immer, wenn ich. Ich gucke sehr gerne solche Speedrunner an, weil ich finde das halt cool, wie die teilweise diese Steuerung beherrschen. Das ist echt der Hammer. So, okay. Mal kurz 2 Sterne geholt, weil warum auch nicht? Aber würde ich sagen, machen wir gleich hier weiter, oder? Diese große Tür öffnen wir jetzt. Ich glaube, mit 8 haben wir die öffnen dürfen. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Und da ist das Gemälde von Peach. Haben wir es etwa schon geschafft? Edgy Badge reingelegt. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Okay, das war eine Falle. Und jetzt sind wir in einem tödlichen Kurs, wo wir auch wieder rote Münzen einsammeln müssen, um noch einen zusätzlichen Stern zu bekommen. Und ich glaube, von den 3 Stages, die uns da in der Richtung hier erwarten, von diesen Hindernissen. Ja, danke. Von diesen Hindernisparcours finde ich die hier gar nicht mal am unangenehmsten. Ja. Ich hätte da stehen bleiben sollen. Naja. Wie auch immer er es geschafft hat, in der kurzen Zeit, wo er das Schloss eingenommen hat, so eine Falltür da zu platzieren. Dann so eine Welt hier auch noch zu generieren. Nicht schon wieder! Ah! Wird ja traurig. Ich kann da übrigens nicht hin, das ist eine unsichtbare Wand. Wenn ich jetzt gleich nochmal sterbe, kann ich es vielleicht nochmal richtig demonstrieren. Aber ich möchte jetzt eigentlich. Ich möchte doch nur diese rote Münze. Ich bin wieder rein. Ich habe gedacht, ich mache einen Fallrückzieher und komme dann von dieser Flamme weg, aber nein. So, jetzt aber. Ja. Können wir jetzt wirklich mal richtig spielen? Bitte, danke. Ja, so ist okay. Oder auch nicht. Wenn Mario brennt, kann er nicht richtig hüpfen. Und ich hatte die Hoffnung, dass er eigentlich schon aufgehört hat zu brennen. Ihr merkt schon, ich verzweifle an dieser einzelnen Münze. Wir haben, kurz zum Mitschreiben, Welt 2 hinter uns. Wir sind noch nicht mal im schwierigsten Teil des Spiels.
Ich stelle mich jetzt schon an wie ein Horst. Danke, Spiel. So. Ich mag dich nicht mehr. Du musst jetzt für immer mein Erzfeind sein, du blöde Feuerfontäne. Da ist der Nächste. Sein großer Bruder. So. Da ist ein Leben drin, oder? Ja. Dann nehmen wir das doch mit als kleine Entschädigung, dass wir viermal gestorben sind jetzt an derselben Stelle. Ich glaube, es waren vier. So, Sparkies, lasst mich in Ruhe. Ich möchte nicht geschockt werden. Da ist auch nochmal eine Münze. Eine rote. Mir geht es nur um die roten. Ich krieg hier keinen für 100. Das ist kein normaler Level. So, da hinten war auch nochmal eine. Genau. Lieber mal die Gefahr des Gumbas zerstören. So, Kamera. Es kann jetzt sein, dass ich gleich gebrutzelt werde. Oder auch nicht. Dankeschön. Oh, das war... Ey, was mache ich denn gerade? Das ist grob fahrlässig, was ich hier tue. Ich habe die Münze da gesehen. Ich habe nur Respekt vor den ganzen Sprüngen hier. So, 7 von 8. Wir haben es fast. Und wir sind auch relativ am Ende von diesem Kurs hier. So, machen wir das lieber so, auf die Art. Ich glaube, so ist es auch vorgesehen. Und damit haben wir die 8. Münze und da erscheint unser Stern neben der Röhre. Welcher auch unser Ziel ist. Jawohl, das sah schön aus. So, schnell. Es geht nämlich wieder runter. Und am besten nicht in die Röhre rein, solange ich den Stern nicht gesammelt habe. Dankeschön. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Er verleiht dir zusätzliche Kraft. Naja, nicht wirklich, aber es klingt halt toll. So, rein da. Hallöchen. Tja, Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch so bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ah ja. Okay. Relativ simpel. Genau das tun, was er gesagt hat. Bisschen den Stick drehen und dann mit etwas Glück in die richtige Richtung werfen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Kampf. Es ist nicht so spektakulär, aber dieser Drehangriff ist einfach so ikonisch. Ich meine, er ist einer der Wurfangriffe in Smash Bros. Und wird auch in anderen Spielen des Öfteren mal gezeigt. Ich denke da zum Beispiel an Mario & Luigi Dream Team Brothers. Offensichtlich war ich ein wenig unachtsam, aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. So, als Belohnung erhalten wir einen Schlüssel. Ausnahmsweise mal keinen Stern. Bowser Schattenwelt. Mit genau 50 Münzen abgeschlossen. Cool. So, damit sind wir hier auch durch. Und haben jetzt rein theoretisch die Möglichkeit... Also, wir haben hier natürlich noch ein... zwei Welten. Aber wir können jetzt auch mit diesem Schlüssel im Gepäck hier unten rein und weitere Welten freischalten. Können wir nachher machen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal nach dieser Welt hier. Müsste, glaube ich, von der Reihenfolge her Nummer 3 sein sogar. So. Okay, hier haben wir ein versunkenes Schiff und hier ist noch ein weiterer versteckter Stern. So. Hier können wir ein bisschen lernen zu schwimmen. Das kann man nämlich in diesem tollen Spiel auch.
Natürlich gilt es wieder, 8 rote Münzen einzusammeln. Das wird uns noch so oft verfolgen, diese roten Münzen. Das ist der Wahnsinn. Das Tolle ist an der Wassersteuerung, wir haben ja oben unsere Poweranzeige. Er verbraucht natürlich Luft, wenn er unter Wasser ist. Und die können wir wieder auffüllen, die Luftanzeige oder unsere Lebensanzeige, wenn wir Münzen einsammeln. Ich weiß zwar nicht warum. Vielleicht steckt er sich die in den Mund und nee, ich möchte es so genau eigentlich gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall füllen die halt unsere Lebensbalken wieder auf und so können wir halt länger unter Wasser bleiben. Was in einem reinen Unterwasserlevel halt doch angenehm ist. So. Und die letzte, oder? Ja. Perfekt. Dann her mit dem 19. Stern bereits. Krass. Here we go! Cool. Kleine Einführung in das, was uns jetzt gleich hier erwarten wird. In Kurs Nummer 3, Piratenbucht Panik. Tauche in das Schiffswrack. So. Ach, die Musik ist einfach schön. So, ein paar Münzen. Wir müssen halt wieder bedenken, das ist jetzt wieder eine normale Welt. Hier gibt es natürlich auch wieder einen Stern für 100 Münzen. Aber es ist natürlich wie immer sinnvoll, wenn man das vielleicht in einem anderen Aufgabengebiet macht als im ersten, weil da halt noch die Welt relativ neu und unerforscht ist und sich manche Gebiete noch gar nicht geöffnet haben. Deswegen genießen wir einfach gerade mal die Musik und begeben uns nach dort unten zu dem versunkenen Schiffswrack. So. Herr Aal, ich müsste da mal ganz kurz rein. Wäre das in Ordnung? Offenbar nicht. Werde sterben. So, wie kriege ich jetzt den Aal da weg? Ich dachte, das geht, wenn ich mich einfach ihm mal nähere, aber der will nicht. Aal? Ich will da rein. Hallo. Wie ging denn der da weg? Ich muss auf jeden Fall da rein. Aber wie? Aal? Huhu. Bitte. Nee, ich will nicht zu nah an den dran, ich habe Angst. Ja, doof, mir geht jetzt langsam hier unten die Luft aus. Oh, wie ging denn das? Im DS war es ein... Was ist... Okay. Das war seltsam. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. So. Wie kriege ich dich da raus, du kleiner Popel? Du machst mir jetzt gerade hier alles kaputt, ey. Nein. Ich muss hoch. Ich habe unten keine Münzen mehr und ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Oh. Ja. Was muss ich denn machen? Ach, jetzt bist du raus. Hä? Warum? Der wollte mich ja saufen sehen, oder? Das war ein Trick. Boah, du böser kleiner Kerl. Glaub's ja nicht. So. Irgendwas musste ich machen. Das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Ich werde jetzt hier unten sterben. Danke. So. Als nächstes Dieter? Ja. Okay. Oh, es ist so lange her, ey. Ich merke, dass mein Wissen über dieses Spiel sehr, sehr, sehr mickrig geworden ist. So. Ich habe jetzt diese 4 Truhen geöffnet und als Belohnung wackelt jetzt das ganze Schiff und das Wasser geht weg. Schaffen wir es noch auf die andere Plattform? Nö. Okay, dann halt hier. Bleib da oben. So. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch da hoch. 8
Richtung rutschig. Okay. Denn da ist unser Sternchen. So. Läuft bei uns. Warum auch immer der Aal jetzt gerade weggeht, ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht, dass ich ihn getriggert habe. Er war weg. So, locke den Aal Kano heraus. Heißt er wirklich Kano? Siehst du mal. Ja. Das Schiff ist jetzt, weil wir die vier Truhen geöffnet haben, nach oben gegangen. Ich freue mich ja für das Schiff. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht, dass er... Ja, dass es aufgetaucht ist. Weil wir vier Truhen geöffnet haben im Inneren des Schiffs. Keine Ahnung. So, guck mal, der Aal hat sich da jetzt inzwischen verkrochen. So, jetzt kommt er ganz normal raus. Und zwar an seinem Schweif ganz hinten dran. Ist der tot. Und der Stern. Aber ich brauche erstmal ein bisschen Luft. Jetzt habe ich gleich ein Problem. So, wo ist der blöde Aal? Da. Dieser Aal geht mir echt auf den Geist, ne? Der ärgert mich. Er gibt mir den Stern. Danke. Er hat mich wieder geschlagen. Was hat er denn gegen mich? Ich will doch nur das gelbe Ding da. Du kannst doch damit eh nichts anfangen. Tu dir doch einen Gefallen. Dankeschön. So. Haben wir das auch. Tauche zur Schatzhöhle. Das ist nicht schwierig. Und zwar... Ja, die grüne Box, die würde ich auch gerne demnächst mal öffnen. Dass wir die benutzen können. Gab es hier nicht... Ich dachte, hier gab es mal, oder es gibt es, glaube ich, nur im DS-Teil, das kann auch sein. Ich dachte, hier gab es einen Schildkrötenpanzer, wo ich ein bisschen surfen könnte. Aber okay. Die 100 Münzen machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Jetzt schwimmt da unten der Aal rum. Den Stern können wir noch nicht holen. Da brauchen wir... den blauen Schalter. Ich glaube, blau war's. Weil die Strömung würde uns die ganze Zeit von dem Stern wegreißen. Das geht leider nicht. Pickles... Wow. Das war aber knapp. Die Säulen stürzen ein. Sie wollen mich begraben. So, vier Truhen in der richtigen Reihenfolge öffnen, sonst gibt es einen Stromschlag. Den Code weiß ich sogar noch. 1, 2, 3 und 4. Als Belohnung kriegen wir richtig nochmal einen Stern. Ja, cool. So. Noch einen bitte. Finde die 8 roten Münzen. Ist der Bob Omb inzwischen da? Nö. Okay. Ja, dann gibt es halt heute ein bisschen Überlänge, warum nicht? Dann verbinden wir wieder, so wie sonst auch, die 8 roten Münzen mit den 100 allgemeinen Münzen. So. Wird halt jetzt ein... Ja, ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt schwieriger. Wir müssen halt ein bisschen besser timen teilweise, damit uns die Luft nicht ausgeht. Ach, guck mal, hier ist doch der Panzer. Ich wusste es. Egal. Um die 100 Münzen zu sammeln, damit wir halt hier unten nicht elendig absaufen. Das ist nicht so geil. Obwohl die Sterbeanimation gar nicht mal so schlecht gemacht wurde. Muss man auch dazu sagen. Vielleicht zeige ich sie irgendwann mal. Autsch!
blöde Muschel. Miese, mies Muschel. Hm? Da oben sind jetzt auch 3 rote Münzen sogar. Auf dem Schiff. Upsalalala. Oh. Beim letzten Schritt habe ich es geschafft, runterzufallen. Machen wir halt noch die Münze. Die hätte ich nämlich sonst übersehen. Und da ist doch mein Bob-Om. Perfekt. Den muss ich ansprechen, dann macht er wieder unsere Kanonen hier auf in dem Level. Und die brauchen wir für den nächsten Stern dann. Hallo, ich mache die Kanonen bereit. Ich hab die ganze Zeit gedacht, der ist da vorne dann am... Bei unserem Spawn kommt er dann irgendwann mal. Aber der war hier wahrscheinlich die ganze Zeit. Naja. So. Okay. 47. Das heißt, wenn wir da oben noch die 3 einsammeln, dann sind wir bei 53? Ja. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Doch, ich habe richtig gerechnet, oder? Ich hoffe es mal, weil sonst habe ich mich jetzt blamiert. So, perfekt. 3 Versprung for the win. Nummer 6, Nummer 7. Ist Nummer 8 unten in der Höhle? Guck mal, da ist ein Stern. Ah, nee, ganz da unten, guck mal. Da leuchtet sie. In der Muschel. Stimmt, die haben wir ja eingesammelt, als wir versucht haben, irgendwie in das Schiff vorhin reinzukommen. Volle Verzweiflung. Jetzt mach den Mund auf, komm. Bitte. Danke. Und nicht zumachen, weil das tut Aua. Bitte nicht. Danke. Ich glaube, wenn man ganz lange nach unten drückt, irgendwann mal kommt man schon an diesen Stern. Können Sie nachher mal probieren? Jetzt lass mich ja schon mal hier die Münzen einsammeln. Ey, das Leben schwimmt weg. Bleib da. Wow. Wow. Hat er einfach kurz... Das ist ja nicht wahr. Alter. Glaub's ja nicht. Ah. Mitnehmen. So, die waren jetzt echt essentiell wichtig. 7 Stück fehlen noch. Und da sind sie. Jawohl. Sonst hätten wir es uns, glaube ich, echt... sonst hätten wir es lassen können. Sehr schön. Haben wir den auch? Dann holen wir wieder unseren... Autsch. Unseren 8 rote Münzenstern ab. Der ist ja wieder auf dem Schiff gespawnt. Dann holen wir den da. Eigentlich braucht man dafür eine Fähigkeit, aber wir können es ja gleich mal probieren. Kein Problem. Wir haben ja Zeit. Wir können uns wirklich Zeit lassen. Ist jetzt echt nicht so, dass wir jetzt unnötig hier Hektik machen müssen oder sowas. Ich erinnere mich jetzt auch. Pass mal auf. Das machen und total daneben hüpfen. Wollte eigentlich da hoch. Gehe ich halt wieder außen rum. Weil der liebe Herr in Rot 5 mm zu tief springt. So, gehen wir es ein bisschen langsamer an. Perfekt. Oh Gott. Die Kiste wollte mich umbringen. Das war ein Attentat. Spring doch... Komm, warum hüpft er so komisch weg? Geh doch einfach da hoch. Und hol dir den Stern und sei glücklich. Na also. Cool. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Dann sehen wir uns das nächste Mal. 2 fehlen hier noch und dann gucken wir uns mal Welt 4 an. Die ist nämlich auch nicht ganz so ungeil. Die ist auch relativ witzig. Dann hinten hüpft wieder ein Toadybär drum. Gut. Dann Bowser besiegt. Welt 3 fast komplettiert. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.